Hallo und willkommen zu meinem Video. Ich wollte euch eine kleine kurze Geschichte erzählen, die mir gerade passiert ist und wo ich echt nicht weiß, wie ich die einordnen soll. Das ist irgendwie so voll die Ups-Geschichte. Ja, das trifft's. Ich leide ja zurzeit an einer Angststörung. Nichts Neues, nichts bekannt, nichts Überraschendes, ist eben einfach so. Und im Moment fühle ich mich, wenn ich zu Hause bin, total wohl und sicher und es ist gerade auch wieder so, ich fange auch wieder an, nach draußen zu gehen. Ich schaffe es jetzt auch immerhin schon bis zum Hauseck und draußen im Hauseck und zu meinem Vater schaffe ich es auch schon wieder ganz locker. Und ja, es geht bergauf. Auf jeden Fall geh ich dann gestern so um 2 Uhr zu Bett. Zurzeit ist Einschlafen bei mir gerade die Herausforderung des Jahrhunderts, weil ich teilweise wirklich stundenlang wach liege. Ich habe so dieses Problem, ich lege mich hin und kann dann nicht schlafen und dann kommen diese ganzen Gedanken und es ist furchtbar. Und ich bin es schon gar nicht mehr gewöhnt, Tiefschlaf zu haben. Ich wache nämlich gerade sehr oft auf. Und dann gestern Nacht, ich mit meiner Spinnenphobie, also die furchtbare Angst vor Spinnen, gehe ins Bett und mache wie jeden Tag einmal ums Bett rum das Leuchten, ob da eine Spinne unter dem Bett ist. Ich entdecke diesen riesen Webknecht. Wirklich. Gefühlt so ein Viech. Geleo. So ein Viech war es. Und so groß waren die Augen. Und das waren so die Beine. Nein. Ja. Und der saß dann da hinter meinem Bett und ich bin erstmal, ich weiß nicht, ich war ganz ruhig. Es war für mich total ungewöhnlich, weil normalerweise kriege ich da immer die totale Panik und total ich werde da hysterisch. Auf jeden Fall habe ich dann meine Mom geweckt und habe gesagt, Mom, hinter Bett ist ein riesen Weberknecht. Und hat meine Mutter so gefragt, möchtest du ihn fangen oder mit einem Staubsauger einsaugen? Ich so, Staubsauger machen. Dann hat sie gesagt, ja gut, dann soll ich den Staubsauger holen gehen und ja. Dann sind wir dann auf jeden Fall dahin, weil der Trick bei uns ist, und das ist echt ein Tipp für jeden, der noch jemanden hatte, der bei ihm ist, während er eine Spinne entdeckt, den Staubsauger nicht anmachen, bevor man bei der Spinne ist, weil die Spinnen merken das irgendwie und dann rennen sie weg. Der Trick ist, man macht das zusammen und einer tut dann das Staubsaugerrohr direkt bis kurz vor die Spinne und dann sagt man jetzt und dann geht man näher ran und dann ist die weg. Ja, auf jeden Fall ist so warm so mein Trick. Aber ist ein Geheimnis. Aber für alle, die den Trick auch brauchen können, ja, da habt ihr den Tipp meines Lebens. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass dann dieser Weberknecht eingesaugt war. Der war weg und ich bin dann ins Bett. Hab mich hingelegt und hatte, wie die Tage halt immer, so diese typischen Panikgedanken. Was, wenn da noch mehr sind und was, wenn überhaupt. Und ich habe schon diese Spinnenaugen vor mir gesehen innerlich. Und dann bin ich einfach eingeschlafen. Ich war in einer Situation, die tatsächlich für mich eine richtige Angstsituation war. Und es war das erste Mal überhaupt seit Tagen, dass ich einfach nur eingeschlafen bin. Ich bin eingeschlafen. Und hab durchgepennt. Das ist noch das zweite Ding. Ich meine, das ist so, Durchschlafen ist für mich eh schon immer so ein Mysterium, weil die Durchschlafen kenne ich fast gar nicht. Aber ich bin wirklich eingeschlafen, hab durchgeschlafen und am nächsten Morgen bin ich so um 9 Uhr rum aufgewacht und dachte mir so, oi. Das war echt, also, das war voll schräg. Ich bin dann heute auch der ganze Tag, vielleicht merkt man es, ein bisschen trantütig und müde. Und meine Mom sagt zu mir, das sei auch kein Wunder, wahrscheinlich, weil irgendwann kann der Körper einfach kein Adrenalin mehr produzieren. Und irgendwann ist es dann auch wirklich so nach dem Motto, ja, das war's jetzt. Es geht immer hoch, weiter hoch und weiter hoch. Und irgendwann hat man dann zu viel Adrenalin und dann wird es abgebaut. Und ich vermute, jetzt bin ich in der Abbauphase, weil ich, ja, wegen einem kleinen Weberknecht. Das ist ja, ich streichel weiter. Also wenn er da mal schmusen will, dann ist er, ja. Also nicht der Weberknecht, mein Hase. Der sitzt hier unten gerade und kriegt Streicheleinheiten, während ich euch die Geschichten erzählt habe. Ja, auf jeden Fall
alles total schräg. Und ich habe dann auch mit meiner Oma drüber geredet und die hat dann auch gesagt, naja, dann ist doch schön. Ja, und ich hoffe jetzt ehrlich gesagt, dass es sein, also es wäre einfach schön, wenn ich jetzt auch wieder ein bisschen zum Schlafen komme, zum Tiefschlaf und zum ruhigen Schlaf, weil ja, ich will halt keine Schlaftabletten nehmen und die ganze Zeit Beruhigungstabletten nehmen ist auch nicht so mein Stil eigentlich. Und wenn es denn mal, wenn es jetzt wirklich wieder funktionieren würde ohne, dann wäre das richtig schön. So, mein Schatz, geh du einfach mal ein paar Schritte weiter und spiel noch ein bisschen, während ich hier meine Video drehe. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Fadenverlust durch kleines schwarzes Häschen. Naja, aber eigentlich war die Geschichte auch vorbei. Ich wollte euch einfach mal diese Geschichte teilen, dass es sein kann, dass man in den größten Angstphasen eine Angst hat, also eine Angst, die man schon länger hat, ausgesetzt kriegt und die da plötzlich nicht mehr so schlimm ist, weil sie einfach, ja, weiß auch nicht. Aber ich muss zugeben, ich hätte jetzt nicht Interesse, heute oder die nächsten Tage wieder einen Weberknecht zu treffen, weil so toll fand ich es dann auch nicht. Aber ja. Also alles in allem, ich glaube, es geht bergauf. Es wird langsam wieder. Steter Tropfen höhlt den Stein, heißt es ja immer so schön. Naja, ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gerade so geht oder ob ihr auch schon mal sowas erlebt habt. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.redmi@outlook.com. Und dann, ja, sehen wir uns. Bis bald. Ciao.